fühlt sich gerade sehr minimalistisch an irgendwie. So. Raus. Und damit herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Heute mal wieder ein ganz normales Gefecht mit den britischen Kreuzern. Die Szenarios haben nicht geklappt. Und heute muss ich ein bisschen mehr sprechen, weil der Hannes, der ist zwar dabei, aber der ist ein bisschen krank. Moin moin. Vielleicht hört man es auch an seiner Stimme. Der männlich. Nein, es war nicht der Rum. Es war nicht der Rum. Ja. Der Schnaps. Oder auch der. Wir spielen jetzt mal mit den britischen Kreuzern. Die sind ja auch neu im Spiel. Wir waren sehr überrascht, dass wir eine Partie zusammen bekommen haben, wo nur Kreuzer gewählt wurden. Aktuell ist die Ausnahme, ne? Naja, aktuell scheint es so, als wenn das Spiel entweder das Szenario gespielt wird oder eben mit den britischen Kreuzern. Alles andere interessiert uns keinen. Was mir gerade mal auffällt, es gibt halt nur AP-Munition für diesen Kreuzer. Stimmt. Also verdammt langsam. Ja. Ja gut, die ersten, glaube ich, waren immer langsam gewesen. Das Gute ist, man muss halt jetzt nicht aufpassen auf irgendwelche Zerstörer oder so. Meine Karte ein bisschen anzupassen, aber naja. Also schön in der schnellen Nachladen, ist sehr angenehm. Ja. Das fühlt sich gerade sehr minimalistisch an irgendwie. Ist es auch. Ich bin raus. Ohne Worte hier, ey. Zack. Ja, ich wurde halt von drei Schiffen beschossen. Alles auf mich genommen. Du bist auch ziemlich alleine gerade noch gegen zwei. Drei. Rechts sind zwei Eris. Und ist halt die Black Swan. Warte, jetzt habe ich den erst gefunden gehabt und jetzt habe ich ihn weggemacht. Aber dann bin ich hier wahrscheinlich auch sehr schnell raus. Das ist korrekt. Kritischer Maschinenschaden? Ja, das ist ja nichts. Reparieren? Oder hast du schon einmal? Hab schon, weil ich gebrannt hab vorher. Achso, na durch die Eri denn wahrscheinlich. Aber mit Sicherheit, ja. Stehe ich also hier rum und warte. Ja. Trotzdem treffen die sich nicht so krass. Ich die auch nicht. Vor allem versucht die eine Black Swan die ganze Zeit immer vorne deinen Blut zu treffen. Ah, hat sie jetzt wohl das gerade. Stärke ist der Black Swan. Tja, ja. Sehr schnelle Runde, kurz und schmerzlos. Können wir direkt eine ranhängen, oder? Können wir direkt eine ranhängen, genau. Also dann sehen wir uns gleich wieder. Gleich. So, wie versprochen, direkt die zweite Folge. Wir sind mit unseren russischen Zerstörern jetzt unterwegs, da der britische Kreuzer noch im Gefecht war und wir nicht so lange warten wollten. Aber dann ist es jetzt ein bisschen abwechslungsreicher, denn es sind ein paar Schlachtschiffe bei Kreuzer. Zerstörer. Keine Flugzeugträger. Das finde ich auch mal ganz angenehm. Oh ja. Und mal schauen, ob wir jetzt hier wieder für Terror unter den feindlichen Reihen sorgen können. Ne, ja, ich hoffe es doch mal. Guck gerade mal, was die hier so Schönes auf dem Schiff haben. Ein riesen Waschsieb als Leiter getarnt. Haben wir hier noch. Nischt. Bampen. Ja, russischer Zerstörer. Man muss ja mal ins Detail gehen, was so die mal dabei haben. Ja, ne? Unter Deck wahrscheinlich so ein paar Matroschken. Darling, Kakao.
Na, hast du schon Hustensaft genommen mit zu viel Alkohol? Nee, ich habe bisher zwei Ingwer-Zitronen-Honigtees getrunken. Boah, Meine klingt volle schon Dröhnung. ekelhaft. Nee, es schmeckt eigentlich echt extrem gut. Aber irgendwann sagst du auch so, Alter, kann ich jetzt doch wieder ein Korn bekommen oder so? Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Naja, noch ist ja nichts überhaupt in Reichweite. Weder, Ja. dass sie uns entdecken, sonst noch irgendwas anderes. Genau. Dann können wir es erstmal einnehmen. Immer mal ein Ding, genau. Wir machen hier synchronen Briefing. Ja, bisher ja. Bin genau hinterher gefahren. Ja, wir warten hier. Ich warte hinter dir, damit du als Erster Werfen getroffen wirst. wir. Achso, alles klar. Ja, Wir werfen jetzt mal unsere Angeln raus. kann man auch machen. Das war Der was Neues. Angelsimulator bei World of Warships. Das ist ja auch geil. Ach, ich kann mal abhauen. Richtung B. Jo. Würde ich sagen. Ist wirklich witzig. Die ganze Strecke im Abstand von ein paar hundert Metern hier bloß. Ist doch gut. Den hinter uns lassen wir jetzt alleine. Man kann sehen, wo er bleibt. Ja, am Arsch. Interessiert Oh. mich nicht, der Typ. Ja, wobei die Kaiser und die Wyoming könnten wir eigentlich versuchen zu attackieren. Da rechts von uns. Die sind ein bisschen abgelenkt durch die anderen Schiffe. Naja, aber die haben halt die volle Breitseite gerade so auf uns gerichtet. Finde ich ein bisschen ungünstig. Du sagst es ja nur, weil ich vor dir gerade fahre. Ja, gut. Möglich. Wir können jetzt halt so einen Schlenker machen. Genau, von vorne versuchen zu attackieren. Aber wir dürfen ja Ja, nicht so weil nah ran die wegen sehen uns jetzt den. halt gleich, ne? Ja. Wie viel Reichweite haben wir? 6 Kilometer? Bier. 4? Ja. Ach, 6 waren bei den Szenario-Dingern da, aber. Das ist Oh. korrekt. Rauch? Du oder Ecke? Ich mach schon. Meinst du, das reicht? Ich fast in deine Torpedos drin gerauscht. Na, guck mal, der bremst ab. Naja, aber ich habe halt so ein bisschen mehr Torpedos gestreut, aus! nicht wie du, so zentriert. Naja. Kannst du gerne auch nochmal smoken. Boah, die verhungern alle vor ihm. Was hier ran. Ah, nur dezent. Nur mal kurz kuscheln. Wir haben es ja noch gut gelöst gerade. Ja, aber nicht einen einzigen Torpedo haben wir getroffen. Ja, wir haben halt ein bisschen Schrecken verursacht. Ja, bei ihm auf jeden Fall, aber ach, diese 4 Kilometer, das ist so scheiße. Zudem sind sie ja jetzt auch gesplittet. Also von daher ist eigentlich ganz gut. Achso, du musst den Schwächsten von der Herde trennen, ja. Ja. Also immer noch die Kaiser als Ziel, oder? Da kommt noch eine. Britischer Kreuzer ist da noch. Ich wurde schon wieder entdeckt, ey. Wir sollten vielleicht auch einfach mal schießen, damit sie brennt. Hier, Alter. Fuck, und ich hab mich gerade schon repariert. Och man, das. Wenn wir in deine Aufnahmen kannst du wissen. Bin so am Arsch. Völlig.
Ein Gebiss. Alter, wie viele Schiffe sind hier auf einmal? Ach komm, die hätten man doch noch ausschicken können. Ey, ich habe ja die ganze feindliche Flotte mir gegenüber hier gerade. Ja, korrekt. Deshalb bin ich halt so schnell rausgenommen worden. 4 Kilometer ist halt so wenig. Ja. Also so auf offener See, es ist halt echt. Wie ich da rauszukommen. Nein, ich hab mich gerade repariert. Und jetzt brennst du auch? Oh, ich werd hier völlig auseinandergerissen. Naja, so ist das. Oh Mann. Oh. Ja, hol die Marshmallows und Würstchen raus, dann kannst du noch ein bisschen grillen. Ja, jetzt sind auch die weggeflogen. Tja, auch das ist eine relativ schnelle Runde. Bisschen länger zwar, ja. Aber mal wieder schlecht gespielt, würde ich behaupten. Hängen wir noch eine dritte ran? Nee, eine dritte nicht. Die machen wir extra, die kommt dann alles klar. In 2 Tagen. Ich weiß gar nicht, welchen Rhythmus wir gerade beibehalten. Die Szenarien sind wir da ein bisschen durcheinander gekommen. Montag. Egal. In der nächsten Folge auf jeden Fall. Die beenden wir jetzt und dann hoffe ich mal, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und gebt vielleicht mal ein paar Tipps, damit wir besser werden. Und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.